Und sie fragt Pete Smeed: Habt ihr plötzlich mehr Freunde bekommen, als ihr langsam mit YouTube bekannt wurdet? Ich nicht. Ich habe nicht mehr Freunde gefunden. Ich habe tatsächlich einen großen Teil meines Freundeskreises schon so unfassbar lange, dass es schon fast wehtut und dementsprechend hat sich da bei mir nicht so viel geändert. Habt ihr mehr Freunde bekommen durch YouTube? Nee. Also durchs Bekanntwerden nicht. Aber also durch YouTube, klar, du lernst ja die anderen Leute da alle kennen und Gamescom und hast sie nicht gesehen. Da lernt man halt schon viele, viele Menschen kennen. Und davon würde ich auch einige als Freunde bezeichnen, aber ja, das, also mit dem Bekanntsein hat das auch zu tun. Also, ja. Kommt hin. Nee. Da ich halt in Gießen wohne und ungefähr ein Streamer, den ich halt noch kenne, sondern mit dem schreibe ich halt öfters, der wohnt halt in der Nähe hier von Gießen. Aber, also es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch irgendwie mehr Freunde bekommen habe innerhalb von Gießen, sondern ich würde schon fast eher noch sagen, keine Ahnung, weniger, weil ich halt relativ viel zu Hause bin. Und, naja, dadurch halt dann, jetzt halt auch das Studium nicht mehr habe und dadurch dann halt auch eher weniger, naja, Interaktion mit anderen Leuten halt habe, ja. Also, von daher würde ich, glaube ich, eher sogar andersrum sagen. Aber Freunde sind wichtig dosiert. Ne? Kannst nicht mit allen befreundet sein. Der verbitterte alte Mann. Nein, ich bin zufrieden. Nee, überhaupt nicht. Nicht wirklich. Also, was so die Freundesakquise angeht, hat sich da über die Jahre nicht so viel verändert. Also ist jetzt nicht so häufig der Fall gewesen, dass sich da Leute irgendwie angebiedert haben und versucht haben, da jetzt Freund zu werden oder so. Zumindest nichts, wovon ich mitbekommen hätte. Klar, auf Social Media kommt immer häufig. Können wir mal mitspielen, können wir mal quatschen oder sowas. Aber ansonsten meine ich jetzt so im Real Life. Ich habe auch die meisten Freunde einfach von davor behalten. Nee. Also ja, hätte man haben können. Man hätte mehr Freunde haben können. Aber die 5 Doofies, die reichen ja? Nein. Beziehungsweise 4. Es war, durch YouTube hat sich gar nicht großartig was geändert, weil man die ja privat alle nicht kennt, beziehungsweise ja nicht in seinem direkten Umfeld die Leute kennt. Es ist schon richtig, dass man theoretisch hätte mehr Freunde haben können, aber Freunde, finde ich, da ist immer relativ. Also einfach durchs Gaming, finde ich, findet man auch super viel und super gut Freunde. Das war auch schon vor YouTube so. Also da hatten wir ja auch schon eine kleine Community, bevor wir groß waren, und das war total cool. Also davon kenne ich auch noch aus der Zeit einige, wo sich dann wirklich so eine Freundschaft auch entwickelt hat. Aber jetzt so im Nachhinein zu sagen, jetzt, nee, das blocke ich alles persönlich ab. Und ich glaube, bei den anderen dürfte es genauso sein, weil man zu den Personen halt auch keinen direkten Bezug hat. Also andere Personen, die uns gucken, jahrelang, haben einen super starken Bezug zu uns, aber wir kennen die Person halt vielleicht mal durch einen Kommentar oder weil sie im Stream sehr viel interagieren oder über Jahre in der Community aktiv sind und man die deshalb kennt. Also, aber sonst hat man da nicht so diese Freundschaft, also Freunde, die man da aufbaut. Grundsätzlich habe ich eher das Gefühl, dass man als YouTuber bzw. Influencer da eher weniger Freunde hat. Zumindest sehe ich das so im Influencer-Bereich, dass die Leute halt so viel arbeiten, sich so ein bisschen auch abkapseln und also aus Sicherheitsgrund quasi abkapseln, dass man eher zumacht, als dass man sich so öffnet und dann 100 Freunde hat. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem, was das auch mit sich bringen kann, dass man weniger Freunde hat, weil man sich zu viel abkapselt, weil man zu skeptisch wird und sagt, der will nur mit mir befreundet sein, weil ich Fame bin.